Hi, ich bin der Sebastian und ich bin Doktorand am Fachgebiet für Lebensmittelmaterialwissenschaft an der Universität Hohenheim. Und heute zeige ich euch, wie unser Ham auch ohne Oink super schmecken kann. Seit einigen Jahren steigt ja die Nachfrage nach veganen Lebensmitteln und nach vegetarischen Lebensmitteln und tierische Ersatzprodukte herzustellen. Und das funktioniert auch bisher ziemlich gut. Aber manche Strukturen sind ein bisschen schwerer nachzustellen als andere Strukturen. Das heißt, wenn man jetzt sowas wie Hackfleisch hat, ist es recht einfach nachzuempfinden, während man ganze Strukturen und komplexe Strukturen wie beim Schinken, wo auch die Muskelfaser noch drin sind, sehr schwer nachzuempfinden ist. Und daran forschen wir hier mit Studierenden in unserem Projekt hier, dass wir eben versuchen, diese komplexen Strukturen auch mit funktionellen Proteinen nachzuempfinden. Also beim Schinken ist die große Herausforderung, dass man den Biss nachempfinden kann, eben dadurch diese komplexen Strukturen entsteht. Und da muss man erstmal ein bisschen recherchieren und schauen, was so der Standard ist. Und da sind wir recht schnell auf das Protein Gluten gekommen, weil das langkettig ist und man das ausrichten kann. Das heißt, wir kriegen diese faserigen Strukturen im Schinken eben auch nachempfunden. Aber wir haben angefangen eben damit, dass wir dann auch verschiedene Inhaltsstoffe natürlich zugegeben haben, wie Sojaprotein, um die Struktur auch voneinander flatrig zu halten sozusagen. Wir haben rote Beete zugegeben, um die rote Farbe von Schinken nachzuempfinden. Und dann waren die nächsten Schritte, dass wir das eben Stück für Stück verbessert haben und die Parameter und die Inhaltsstoffe auch in den Mengen geändert haben. Das heißt, wenn man jetzt weniger rote Beete zugibt, wird es natürlich auch weniger rot. Wenn man dann den Wassergehalt verändert, dann verbessert sich vielleicht der Biss, aber die Farbe wird schlechter. Da gibt es verschiedene Sachen, auf die man achten muss, weil es ein sehr komplexes Produkt ist. Das heißt, ganz viele Parameter spielen mit rein ins Endprodukt. Und das haben wir mit den Studierenden dann Stück für Stück gemacht, haben die Parameter verbessert, haben eben Inhaltsstoffe in den Mengen auch variiert, um eben auf unser Endergebnis zu kommen, das wir für dieses laufende Projekt haben. Das wird dann am 17. Mai in der Mensa auch verkostet, so zur Mittagszeit ungefähr. Da sind auch alle eingeladen, die gerne dazu kommen wollen. Und als nächstes werden wir dieses Produkt auch noch weiter optimieren in einem weiteren studentischen Projekt. Das heißt, wir optimieren sowas wie eben die Textur, die Farbe, aber auch die Haltbarkeit und ähnliche Sachen. Und mit jedem Schritt, den wir verändert haben und uns Gedanken darüber gemacht haben, was wir jetzt verändern wollen, haben wir auch diese Auswirkungen dann wirklich gesehen. Das heißt, wir haben was zugegeben und wir haben das Endergebnis bemerkt. Und das ist für mich so was Tolles, weil man sich viele Gedanken machen kann und dann sich überlegt, wie bringe ich das in mein Produkt ein oder wie bringe ich das in die Forschung ein. Und dann sieht man direkt das Ergebnis davon. Das ist bei uns jetzt sehr hilfreich, dass man das eben so schnell sieht. Das heißt, wir stellen es an einem Tag her und am Ende vom Tag sehen wir das Ergebnis schon. Und das macht es natürlich ein bisschen schöner und man bleibt auch eher am Ball, weil man dann sofort sieht, okay, wir kommen in die richtige Richtung.